Das Ding ist halt richtig gut mit Bewegung 2, ne? 224 Schaden. Das müssen wir eigentlich als nächstes uns holen. Wir müssen auf alle Fälle auf Beweglichkeit gehen. Für Einhand-Klingenwaffen. Wir müssen alles eigentlich machen. Eigentlich müssen wir alles machen. Wenn er das tragen kann, dann kann er das gerne ausrüsten. Ich würde gerne wissen, was da drauf ist. Muss ja das sein, weil hier hat er Elementarresistenz und Schlossknacken drauf. Wäre schön, wenn das angezeigt würde nochmal, wenn man darüber geht. Ja gut, der hat hier nichts Besseres. Hier müssen wir erstmal bei mir gucken. Das bin ich, ja, genau. So, Oberkörper haben wir nichts Besseres hier. So, Handschuhe. Haben wir auch nichts Besseres. Tüchchen. Marquis-Stiefel. Nee. Okay. Dann bei ihm. Handschuhe. Die sind von der Qualität her besser, aber ich weiß halt nicht, was macht Qualität, was hat Qualität für eine Aussage. Die Sachen haben keine Haltbarkeit und nix. Die sind auch nicht besser. Und die Stiefel auch nicht. Also die haben nur Qualität, ist gut, aber mehr auch nicht. Ja, noch eine Knarre, eine Ordnungspistole. Wo hat er denn Gift eigentlich? Ist das irgendwie so ein Special-Ding oder? Betäubung, Zorn und Angriff. Weil das stumpfe Florett, er hat definitiv Gift irgendwie, aber weiß nicht, woher er das nimmt. So, er. Das Ding. 98, ne, das ist viel schlechter. Der hat noch so eine 0815 Ausrüstung hier. Die ist besser. Dann kriegt er die Handschuhe. Echt jetzt, die Marquis-Stiefel sind schlechter als seine Soldatenstiefel. Okay, das ist schon krass. Das ist schon hart. Das schon richtig hart. Aber obwohl der Fall da nach oben geht, ne? Gut, weil der dann Elementarresistenz hat, ne? Plus 5%. Hier hat er nur 2%. Ich mach mal. Zwei runter, drei rauf, ist immer noch einer im Gewinn. Ist ja Fakt, so Waffen kann man nicht. Hier Hütchen. Ungefähr gleich gut, also bringt nichts. Hals, hat auch nichts. Und das war's dann auch. Wie mir scheint. So, jetzt sollen wir Händler befragen. Drei an der Zahl. Die sind alle irgendwo da hinten. Da leuchtet noch eine Kiste und wir müssen unbedingt auch Sachen verkaufen. Da trifft es sich ja, dass wir zu einem Händler gehen. Ich weiß nämlich nicht, was passiert, wenn wir überladen sind. Wahrscheinlich können wir da nicht mehr schnell rennen. So, wir machen erstmal verkaufen. Können wir? Anfertigen geht so nicht, ne? Warte mal. Ich will mal wissen, was da genau drauf ist. Nicht, dass ich ihm jetzt sein Schwertchen da wegnehme und was ist denn hier drauf?
Zornerzeugung. Okay, also das zählt dazu. Okay, dann... Kleiner Runderknopf ist auch nochmal Zornerzeugung. Okay. Aber woher nimmt er denn das Gift? Ich könnte mir... Rein theoretisch, was haben wir denn hier? Armschienen, Unterarmschienen. Dann bringen wir auch nur Rüstung und sonst gar nichts, ne? Rüstung, Gleichgewicht. Ich weiß halt nicht, ob sich das lohnt, die aufzuleveln. Also die mit sowas zu versehen. Entschuldigung. Die mit solchen Sachen zu versehen. Weil ich halt jeden Moment immer was Besseres finden kann, ne? Und guck mal, wir haben nur zwei Laser. Zwei Leder. Die bringen halt nur Rüstungswerte. Also. Sehe ich nicht. Okay. Dann jetzt verkaufen. Und zwar einmal das Ding. Das kann weg. Den Ring behalte ich noch. Hier immer noch nix. Rüstung. Hut weg. Hut weg. Das ist Groschengarde. Das auch. Bestick der Marquis-Wams. Haben wir zweimal. Der kann einmal weg. Hier haben wir den für. Das ist Garde. Kann auch weg. Kamban behalte ich. Die Soldatenhandschuhe können auch weg. Füße, tschüss und tschüss. Jetzt haben wir nur ein. Händeumhang haben wir auch nur ein. Verbrauchsgegenstände brauchen wir nichts verkaufen. Trödel haben wir nicht. So, jetzt haben wir einiges an Zeugs. Ich finde unsere Waffe eigentlich ganz gut mit dem Elementarschaden von 86. Weil, wie du siehst, haben wir dadurch nichts gewonnen. Hier ist sogar schon was drauf. Alter, 300 physischer Schaden. Das ist schon einiges, ne? Geschwärzte Eisenfaust, der wäre eigentlich mal interessant. Aufgrund von in diesem Rüstung, aber wir haben die Voraussetzung, schwere Zweihandwaffen haben wir nicht. So, wenn wir mit A vergleichen, ist hier nichts besser. Hat der nur Nahkampfwaffen? Der hat keine Pistolen? Der Entdeckerhut wäre eigentlich besser. Wäre auch mal was anderes. Ich glaube, den kaufe ich mal, ne? Zack. So, hier ist nichts dabei. Dicke Schmiedehandschuhe. Na, wir haben ja schon Schmiedehandschuhe, ne? Für Handwerk plus 1, also brauchen wir die nicht. Hm, hier ist auch nichts dabei. Händlerumhang haben wir schon. Und sonst hat er nichts. Nur Zutaten, die wir nicht brauchen. Ach, Mist, ich hätte gleich noch verkaufen können, meinen blöden Kackhut, ne? Scheiße, warte. Verkaufen. Hier, zack. Tschüss. Jetzt muss ich... Ach, das ist immer lässig, dass ich ihn nochmal anquatschen muss. Ja, so, jetzt über den Händler hier. Ich wurde gesagt, dass jemand einen Händler hat. Hast du ihn gesehen? Natürlich. The town isn't that big. We all know each other here. Ich mach mal eine Dose auf, ne? Moment. Nicht erschrecken. On the street by the port. He was beaten to death. One of his associates half-heartedly took over the shop. Have the culprits been found? No. Listen. Nobody wants to talk about this. We don't want any trouble.
It's been months since it happened. An investigation's not gonna bring him back. Damit hast du vielleicht recht, aber I'm currently investigating an extortion case involving the guard. Are you one of the merchants who has been threatened? No, not at all. And I've never heard of this business. Someone must have lied to you. Really? Come on. If you want these guards to be arrested, you need to talk to me. I mean no offense, but you won't be able to do anything. And snitching don't end well. I want to hold on to my business and my life. How about some new armor, Your Excellency? You are obviously a victim of these bandits. One of your people is dead, yet you refuse to help me. Why? It's precisely because one of our people is dead. Now, you can either buy something or let me get back to work. Because I am not gonna say one more word about this case. Man sollte ja meinen, dass so ein Schmied ein bisschen größere Eier hat, ne? Nobody saw anything, nobody knows anything. Man sollte ja meinen, dass so ein Schmied wirklich dickere Eier hat, aber der anscheinend nicht. Der ist anscheinend heftig eingeschüchtert. Come closer, good people. Sire, I am pleased to welcome you to the best wine and spirit shop in Tirfredi. If you're looking for something to accompany a fine meal or for a gift for someone, you've come to the right place. Thank you, but I'm not here for that. I was told a merchant had been found dead. Really? Oh, I didn't know. No one told me about that. What was his name? Come on, don't take me for a fool. You know very well who I'm talking about. I don't, really? I don't. So, what sort of wine would you like to pair your food with? You need something strong when eating game. I'm conducting an investigation. Some merchants are being extorted by members of the guard. Are you sure? It's probably just a nasty rumor. Someone must have misinformed you. Come now. I'm the legate of the congregation. If guards threaten you, I could arrange protection for you. Threats? No, I assure you. You're obviously terrified. Don't you think it's better to tell me everything? Listen, I've no desire to get into trouble. Please leave me. But if you don't help me, you will never be rid of these guards. I told you, I don't know what you're talking about. Sehr unhilfreich. Dann gehen wir mal den letzten Händler aufsuchen. Mal gucken, ob der mir was erzählt. Ja, nerv mich nicht. I'm conducting an investigation. Apparently some merchants are being extorted by some members of the guard. Really? That's terrible, Your Excellency. As legate, it is my duty to ensure the safety and well-being of the citizens of our town. So please, if you have any information. I don't know anything. Really? I have only been here for a few months. My partner, who ran the shop before me, had a very bad encounter. And you fear the same thing happening to you? This is what happens around here. So I prefer to hold my tongue and do what is expected of me. If you denounce them, we could end this and charge these men for their crime. I can't take that risk. There are so many of them. Also, I would not be able to name them. Now, I would like to get back to my work. What we need is the money to return. Do you understand? We are very monitored. Mm-hmm. I have a plan to stop the culprits, but I'm going to need your help. The next time one of these guards comes to squeeze money out of you, you must ask for more time. The man will threaten you, of course, and he will certainly bring his accomplices. But when they come back in full force to make you pay for your audacity, we will be there to apprehend them. And if your plan fails, I'll end up like Renault. You don't understand. Okay, Charisma. Wir haben einen auf Charisma, ne?
Aber auch immer nur 50% noch. Ich versuch's einfach. Are you not tired of giving them your share of the profits? And do you not want to avenge your partner? He was my friend. And his death really upset me. But I don't want to end up like him. Sorry, Your Excellency. Wofür habe ich denn Charisma? Oder habe ich das schon wieder abgelegt? Kann ich von hier ins Inventar? Nee. And what if I gave you money to pay for it? If the plan fails, you only have to give them that money. They have no interest in getting rid of those who earn them so much. You are not wrong. Very well. I will do what you ask of me. But for God's sake, when they threaten me, intervene right away. Fear not. We will not let them harm you. When should they be returning? It's hard to predict. Given their habits, I would say in 2 days, maybe? Perfect. I will not fail you. Kommt 2 Tage später wieder. Thank you for your visit. See you soon. Na super. Ich hatte doch irgendwo. Hatte ich nicht irgendwo Charisma? Hier. Ich habe extra einen Punkt auf Charisma hier. Und trotzdem wird das nichts. Kurze Frage, ne? Wenn ich diese Quest jetzt ausgerüstet lasse. Was ist das denn? Karawanenanführer. Komme ich da hin? Auch einer? Reisen, Reisen. Östliches Tor. Neusserin. Nordstraße, okay. Hier ist der Punch Club. Aber sonst können wir jetzt nämlich hier nichts machen. Dann will ich mal zu dem hin. Kann ich... Oh. Kann ich nicht irgendwie Zeit verstreichen lassen? Irgendwie warten? Wir können, glaube ich, schlafen, ne? Dafür müssen wir ins Lager. Komme ich hier denn irgendwie raus? Wenn dann hier, ne? Da hinten ist er. Aber ich komme hier nicht raus. Ich kann das Tor nicht öffnen und nix. Scheiße. Schnellreise geht zufällig nicht, ne? Hier hin. Der Sache des Wohnsitz, ja. Klar. Ich wohne im Keller. Neben einem illegalen Kampfverein. Da wollte ich nicht hin. Ich könnte wetten, dass wir nämlich die Gardisten sein, die hier schon rumstanden. Als wir hier vorhin nämlich schon reingehüpft sind. 100 Pro. Hier komme ich auch nicht rüber. Brauche ich Stärke Level 2. Komme ich nicht runter, nicht rüber. Oh Mann. Oh Mann. Na gut, dann muss ich mal laufen. Jetzt haben wir nämlich schon alles erkundet. So ziemlich. Jetzt müssen wir Zeit totschlagen. Hier geht's auch nicht weiter. Wie komme ich denn jetzt dahin? Ach ja. Müssen wir die gleich verdreschen, ne? Okay, ich bin völlig falsch. Ich muss am Händler vorbei und dann links über den Platz. Großartig. Großartig. Orientierung sind wie ein Turnschuh. Oder ein blinden Frosch. Wie ein blinder Turnschuhfrosch. Ein blinder Frosch mit Turnschuhen, so. Dum, 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 dum. Eine Stunde ist jetzt vergangen. Hier rum. Nein. Oh, Manu. Atoy. Sie entschreite da auch Quint. Was? Da da du dach mehr in. Attention, Soldier. Let me pass. I must see the chief of your village. Whatever could be so funny. Now, who would you be to seek an audience with the governor? I am Siora,
daughter of Bladnir. My mother is Amal, the chief of our clan. I am here as an emissary of my people, and I must see your chief, your governor. And so you are a princess, then? A what? Let her pass. Your Majesty, I shall present you to the governor. Come. Princess, Majesty, you are most confusing. But thank you for your help. Schleimer. Ich wollte noch gar nicht.